Mission 46, der Albtraum. Ja, ich würde sagen, jetzt ist es soweit. Ab jetzt will's das Spiel so wirklich von uns wissen. Es gab hier und da, klar schon, eine ziemlich schwere Mission. Das heißt da ziemlich schwer, schon wirklich bockschwer, mit beispielsweise dem Donnerhügel. Oder den Ebenen von Atomen, wo auch immer die nochmal genau waren. Auf jeden Fall, an die Mission, an den Namen wird man sich immer erinnern können. Da haben wir's, die 32. Aber, ja, wie gesagt, es gab vorher schon schwierige Missionen, aber spätestens ab jetzt, ab 46. 45 war nochmal eine Mission, so im Sinne von, ja, wir nehmen dich nochmal ein kleines bisschen ans Händchen. Und ab Mission 46 will das Spiel bloß noch so richtig dick mit der Faust in Schleifpapier eingewickelt. Ich glaube, ihr wisst, wie es weitergeht. Denn die letzten Missionen, jetzt bis zur 50 hin, werden allesamt sehr... Obwohl, ich glaube, der Hades ging noch, aber an sich... ist jetzt wirklich kein Zuckerschlecken mehr angesagt und spätestens jetzt muss ich wirklich sagen, hier werden jetzt keine halben Sachen mehr gemacht. Wir werden das volle Arsenal einsetzen, was wir haben. Egal, ob wir als Europäer oder als Araber spielen, also an die Vorlage der Fraktion halte ich mich noch, aber ansonsten werde ich alles einsetzen, was nur geht, was jetzt nicht mit hier Exploiten zu tun hat oder irgendwie Cheating oder so. Aber okay, der Albtraum, 2000 Gold für jeden... Wir spielen gegen Witchy, Ratte, Schlange, Saladin, Sultan und Schwein auf der ekligen Karte von der Ebene der Atom, bloß ohne ein Jeder gegen jeden, sondern alle gegen uns. Und einer ziemlich blöden Position, wir haben bloß Eisen und ein bisschen Holz in der Nähe. Wir haben drei relativ schwache Gegner in der Nähe, mit Sultan, Ratte und Schlange. Warum hat man, wenn das schon gelb ist, warum gibt mir der Schlange nicht gelb? Fireflowers macht... Ich meine, man hätte die Farben doch so anders machen können. Man hätte die Ratte hier braun geben können, der Schlange das Gelb, dann von mir aus Richard Blau, wenn man so haben will. Das hätte man besser machen können. Aber gut, ich muss mich doch mal an Kevin Scheffel erinnern, der auch mal so einen Farbkollaps kriegt, wenn er das sieht. Aber schön, ich würde sagen, wir fangen einfach an und schauen, dass wir wirklich das Beste draus machen. Ab hier ist wirklich Konzentration angesagt. Wie gesagt, wir haben schwache Gegner in der Nähe. Wir könnten sie schnell umnatzen. Und uns hier das Gebiet holen. Ich versuche es erstmal so. Ich werde es aber nicht zu häufig versuchen, weil wenn es jetzt wirklich zu heftig wird, dann müssen wir wirklich relativ fix. Ich meine, mit 2000 Gold ist selbst Russian nicht wirklich Kinderspiel und selbstverständlich. Aber gucken wir einfach mal. Gut, andererseits, die Gegner haben auch 2000. Ich baue mich mal nach hinten aus. Hier Holzfäller mal so ein bisschen in die Richtung, dass sie nicht so schnell abgeschossen werden. Machen wir den mal daher. Machen wir den mal hierher. Hier drauf zu gehen ist keine schlechte Idee. Das passt sogar ungewollt. Wohin gehen wir? Verstehst du, Kind? Genau wie du. So, dann fangen wir mal an mit 10 Armbrustschützen und ein paar Bogenschützen dazu. Achtung! Bereit, und hauen so schnell wie es geht eine Produktion raus. Will ich es versuchen? Komm, wir versuchen es mal. Wo ist relativ sicher? Vielleicht noch am ehesten hier, ein bisschen weiter weg von der Schlange. Versuchen wir mal eine Eisenmine. Wäre cool, wenn es klappen würde. So, hier ein bisschen, da ein bisschen. Es werden Rekruten benötigt. Hier kommt ein hoch. Dann das ein oder andere Häuschen. Lass mal es bei 2 erstmal. Achtung! Für Leute, denen es jetzt unglaublich lahm vorkommt, es ist 40, also Standardtempo. Ich glaube, mit diesem Tempo müssen wir jetzt mal ein bisschen spielen. 20 gehe ich nur im äußersten Fall runter. Aber wenn uns die Mission dazu zwingt, mache ich das auch. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Ich glaube mal jemanden, der gesagt hat, auf 20 runterzustellen, ist ein Cheat. Ja. Nein, Spieltempo regulieren ist in nahezu jedem Spiel drin, dass das was auf sich hält. Und... Spieltempo regulieren ist kein Cheat. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir eine Bullet Time oder so hätten. Die KI hat genauso verlangsamte... Na gut, im Multiplayer kann man sagen, haben alle verlangsamte Zeit, wenn man das Spieltempo allgemein runterstellt. Die KI hat eh Reaktion, als würde sie konstant auf 20 spielen oder so. Naja, super, so viel zu meiner Eisenmine. Ich hätte jetzt gerne Produktion. Wir benötigen mehr Gold. Ah, da ist das Gold schon am Ende. Okay. Hätte ich gerne nach vorne hin relativ knapp ausgebaut. Mein Bogen ist euer. Vorwärts! Mein Herr? Ihr kommt mal hierher.
Na komm, mach den Schwertkämpfer weg. Sag mal, stirbt er mal. Sire. Geht doch. Waffen geschultert. So, ein Bogner. Das ist, bringt mich noch nicht sehr weit. Das erste Bier ist da. Komm, mach mal so. Der große Vorteil mit Bier kaufen und brauen, also mit Hopfen kaufen und Bier brauen, da kommt man, wenn man zumindest mit nichts arbeiten muss, viel besser hin wirtschaftlich. Da hat man plus 8 Beliebtheit, ohne groß was für machen zu müssen. Das ist relativ fix erreicht. Bereit, eure Lordschaft. Komm, wollen wir uns mal ein bisschen kurze Zeit ein bisschen steuern. -2 ist immer noch das Effektivste, was die Beliebtheit angeht. Die kann von mir erst kurz sinken. Sagen wir, über 50 halten ist alles gut. Jetzt haben wir den ersten Bioschrank. Jetzt können wir auch die Lebensmittel runterschalten. Obwohl, solange wir die noch kurz haben, können wir das mal kurz für Steuern noch nutzen. Ich darf bloß nicht vergessen, zurückzustellen. Denkt an Stronghold 1 und die Gaukler. Ich habe da Übung drin, das zu übersehen. Beziehungsweise, das heißt, das zu übersehen, ist einfach zu vergessen. Das Volk liebt euch, my Lord. Ich weiß nicht, halbe Rationen und verschiedene Nahrungsarten kaufen. Ob das wirklich effektiv ist. Armbrüste. Setze ich die ein zum... In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, die oder verkaufe ich sie? Oh, das passt ja wunderbar, wenn wir hier so zumachen wollen. Eure Beliebtheit sinkt. Weil würde ich nämlich gerne. Was sinkt sie denn, die Beliebtheit? So, dass ich hier meine Ruhe habe und mich nicht mit dem Bogenschützen von ihm rumbetteln muss, jetzt gleich zu Beginn. Beim Sultan sieht es eigentlich ganz okay aus. Ich würde dann tatsächlich... Kriegen wir hier eigentlich einen Turm? Wir benötigen mehr Steine. Da kommen aber keine Leute mehr durch. Zumindest hier über das Vorratslager. Vielleicht war ich ein bisschen übereilt, damit hier zuzumachen. Bin zur Stelle. Komm, holen wir uns erstmal Bogenschützen. Bin zur Stelle. Wir haben uns erstmal schön was angebrannt. Dankeschön. Ja, Rücken aus. Nee, die Burg ändere ich jetzt nicht. Ich lasse die so. Bin zur Stelle. Wird hier und da vielleicht ein bisschen Feintuning später machen. Mein Bogen ist euer. Kommt. Mein Herr? Ihr verhaftet mal den Sultan. Eine Nachricht vom Schwein. Ihr kämpft nicht richtig. Das Schwein jetzt auch was kaputt gemacht. Das Katapult, oder? So, ihr schaut einfach mal, dass der Sultan ein bisschen vorbereitet wird. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Hier habe ich noch rechtzeitig drauf geachtet. Das Volk ist euch wohlgesonnen, euer Gnaden. Der Kornspeicher ist leer, Sire. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. So. Armbrustschützen jetzt. Nee, ich nutze das Geld lieber, um weiter zu investieren und noch mehr Armbrustschützen zu bauen. Aber erstmal würde ich tatsächlich drauf setzen, tatsächlich Lanzenträger zu bauen. Das ist gerade so von Preis-Leistung das Beste, was wir kriegen können. Um den Sultan zu stürmen, unter anderem. So, jetzt schalten wir mal zurück. Haut hin. Ist euch wohlgesonnen, euer Dankeschön. Eure Befehle? Blöder Arsch kriegst da hinten. Warte nur ab. In Bewegung. Den ein oder anderen Armbrustschützen hätte ich gerne da hinten. Im Laufschritt. Der mir vor allem die Schwertkämpfer wegmacht. Bin zur Stelle. Rücken aus. Ja. Lass mir bloß meinen frisch gemachten Lanzenmacher da. Bogenschützen bereit. Pfeile bereit. Ja, super. Kommt, ich verkaufe die.
Stein noch? Ja, super, noch ein Katapult. Mein Bogen ist euer. So, ihr geht mal drüber, ihr ebenso. Die 500 Gold vom Sultan könnten uns sehr gut tun. Bin zur Stelle. Mein Herr? Eure Befehle? Ich muss sogar überlegen, ob ich da einen Lord mit einsetze. Sind auf dem Weg. Bin zur Stelle. Der Lord könnte zumindest den DPS machen. Und los! Während die Lanzenträger tanken irgendwie. Ja. Ja, ich weiß, Lanzenträger sind nicht unbedingt die optimalsten Tanks, aber zweckmäßig für das, was ich brauche. Sie müssen bloß ein bisschen den Schaden abhalten von meinem Lord. So, ihr schießt mir bitte die Schwertkämpfer kaputt. Ich brauche freien Zugang. Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. So, nehmen wir die Lanzenträger auch noch gleich mit. Das ist eigentlich schon eine ganz ordentliche Anzahl. Haben wir jetzt vielleicht unsere Ruhe? Dort kriegen wir hier eigentlich einen Wachturm aufgestellt, der uns so ein bisschen die Eisenminen beschützt. Das wäre eigentlich ganz cool. Hätte ich eigentlich gern platziert. Mein Bogen ist euer. Und Marzerprozess! So, hier kaputt machen. Mal gucken. Holz kriegen wir rein. So halbwegs ein bisschen was. Kann trotzdem ein bisschen mehr werden. Komm, machen wir noch ein bisschen Holzfäller so in die Richtung. Die Bäume wachsen ja auch so ein bisschen in unsere Richtung. Mein Herr? Vorwärts! So gut wie tot. Da kommt auf mich zu, aber die durfte ich eigentlich abgeknallt kriegen vorher. Eure Befehle? Bogen gespannt! Jupp, Nummer 1. Sie sind Geschichte. Dann können wir ja gleich mal ran an den Speck. Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. Wir rücken aus. Oh, wird die Ratte angreifen. Machen geschultert! Bereit! Ladet nach, eure Lordschaft! Boah, zum Glück bleibt er stehen. Zur Stelle! Zum Glück ist er nicht intelligent, der Bursche. Ihr könnt auf uns zählen. Tut mir leid, Ratte, niemand zu Hause. Achtung! Okay, läuft noch, läuft noch, läuft noch. Ihr seid der viertgrößte Herrscher. Ernsthaft? Vierter sogar schon? Allzeit bereit. Und los! Womit kann ich dienen? Sultan hat nur einen Minuspunkt als Lord, das darf man nicht vergessen. Das wird bei einem direkten Duell alleine wird das schon ziemlich knapp werden. Euren Wunsch. Ja, bitte. Da brauchen wir auf jeden Fall die Lanzenträger, die so ein bisschen und die Aggro vor auf sich nehmen. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Mit Vergnügen. Okay, sammelt euch erstmal unten, weil dieser gesamte Pennerhof als Meat Shield Maßnahme, das ist immer so. Die halten immer so lange die Truppen auf. Sehr wohl, mein Herr. Ein Kinderspiel. Ja, ihr könnt eigentlich zählen. Lieber nicht kaputt machen. Gut, ich glaube nicht, dass ich Plündergut bekomme. Wohin gehen wir? Dennoch hätte ich gerne. Komm, Lordi, beeil dich. Jawohl, genauso habe ich es mir vorgestellt. Jetzt geht auf meinen. Aber ich bin schneller. Das ging. Alle müssen den Schlaf der Alten schlafen. So auch der arme Sultan. Super. Wir benötigen Steine. Super, die frisch gekauften. Ich wollte jetzt das eigentlich für mehr verwenden. Holz. Bin zur Stelle. Ey, Schwein, hörst du auf mit dem bitte. Scheiß? Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt. Na, warte, Freundchen. In Bewegung. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Mein Herr? Visiere an. Rücken aus. Ziel angepeilt. Sind auf dem Weg. Pfeile bereit. Ja, komm schon. In Bewegung. Eine Nachricht der Schlange. Es ist ich denke immer, mein Freund. Ich bin von den Farben verwirrt. Ich denke immer, die Ratte ist die Schlange, weil es gelb ist. Visiere an. Ja. Oh, sind nee, auf ich treffe den nicht. Ziel angepeilt. Stimmt, das Katapult steht ja schon die ganze Zeit dort. Bogenschützen bereit. Es ist nur so, dass das Schwein nicht genug Geld hat, um mich konstant mit Steinen zu beschießen. Mein Bogen ist euer. Mein Herr, eure Befehle? Kein Stein, das Schwein. Ich würde jetzt sehr gerne.
es ist immer noch so problematisch. Das gibt's doch nicht. Ich habe immer nicht mehr als 2 Holzverlöten. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Ja, in Bewegung. Das ist mittlerweile echt eine Konstante. Bogenschützen bereit. 2 Holzfäller. Da ballert er wieder. Boah, halt doch endlich die Waffelmann. Ihr könnt auf uns zählen. Eure Befehle? Bin zur Stelle. Ist da nicht auch was von Waffelmann? So, jetzt kriege ich dich doch langsam. Jetzt fährst du wirklich langsam nah genug ran. Ja, die gehen auf den Holzfäller, oder? Dachte ich's mir. Gut, der Lord könnte die Pfeile ein bisschen tanken, aber... Ja. Sind auf dem Weg. Keine Steuern. Das ist eine angesehene... Ah, gut, dass du mich erinnerst. Wir können mal wieder. Ja, wir brauchen Holz schon alleine, um hier auch neue Waffen zu machen. Wohin gehen wir? Ihr könnt auf uns zählen. Wie lange hält das Bier noch? Da bräuchten wir auch mal Nachschub. Kostet ja nicht viel, das ist das Schöne. Ihr seht, wie lange wir mit plus 8 Beliebtheit auskommen, mit nur den 5 Hopfen, die wir gekauft haben. Und die kosten nur 75 Gold. Ah, das tut weh. Und Marsch! Eine Nachricht der Schlange. Nun, wir sollten abrücken. Könnten aber so langsam mal wieder den hier machen. Ein bisschen Eisen. Gucci wäre stolz auf uns. Aber gut, das Tor wollte ich da eh wegreißen. Das hat es bloß ein bisschen beschleunigt. Ihr könnt auf uns zählen. Allzeit bereit. Bogenschützen bereit. In Bewegung. Das gibt's doch nicht. Pfeile bereit. Mein Bogen ist euer. Stimmt, das ist ja die neue Ratte mit guten Dingen. Unschön. Aus. Womit kann ich dienen? Euren Wunsch. Ja, bitte. Da brauche ich mehr Bogenschützen, um den gescheit zu stürmen. Oder ich setze die Armbrustschützen mit ein. Aber die werde ich wohl anderweitig brauchen. Holz kriege ich nicht rein, die Holzfäller sind aber viel zu früh abgeschossen. Mein Herr? Sind auf dem Weg. Eure Befehle? In Bewegung. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Ihr seid der drittgrößte Herr. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Bin zur Stelle. Wisst ihr was? Na gut, wie ich mich recht erinnere, gehen die Bogenschützen ja gezielt auf Fernkämpfer immer, sobald sie in Reichweite kommen. Ja. Aber was ich mit Lordi mal machen könnte... Bogen gespannt. Sind auf dem Weg. Visiere an. Ah, dieser blöde Hügel im Weg, ne? Ich könnte mit Lordi das Türmchen kaputt machen. Wo die Bogenschützen drauf sind. Allgemein könnte Lordi ein bisschen was kaputt machen. Bogenschützen bereit. Schwing, schwing. Komm, wir gehen mal auf 50. Bravo. Dankeschön. Bin zur Stelle. Komm, wir nehmen einfach mal ein paar mehr Bogenschützen mit. Man rückt dem Lord zu lange. Oh fuck. Nicht unbedingt Lanzenträger, bitte. Waffen geschultert. Und wir nehmen auch ein paar Armbrustschützen vor. Dienen? Mein Herr? Ich muss gucken, dass wir das vom Timing so hinbekommen, dass die Bogenschützen das erste Feuer abbekommen. Rücken aus. Es tut dann nicht ganz so weh. Eine Nachricht der Ratte. Kein Grund zur Panik, Ratte. Kein Grund zur Panik. Alles wird gut. Jawohl. Nennt euren Wunsch. Eure Befehle? Kurzer Prozess. Bin zur Stelle. Ziel angepeilt. Okay. Läuft. Ein Eisenmine tut so langsam. Wir brauchen wieder neues Holz. Ja, es kommt erst das Eisen rein. Schön. Stimmt, da war was von wegen... Kein Bier mehr. Hält noch ein bisschen. Zeit drängt nicht so stark. So, jetzt würde ich gerne rein. Ihr könnt auf uns zählen. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Womit kann ich dienen? Nehmt euren Wunsch. Na komm, fangt mal ab. Mit den Lanzenträgern. Ja, bitte. Ich brauche da nicht unbedingt viele Verluste und zu machen. Das sollte eigentlich... Sag mal, schießt die mal drauf. Pfeile bereit. Eure Befehle? Wenn ich mit Lanzenträgern da stürmen würde, die würden nicht ein paar Sekunden überleben. Bin zur Stelle. Also, jetzt, wenn die Rollen vertauscht werden.
Ihr könnt auf uns zählen. Der Ratte cheatet doch. Allzeit bereit. Womit kann ich die. Stimmt, das ist ja noch ein kleiner Ball. Dürfte eigentlich schnell aufgelanzt sein. Wohin gehen wir? Ja. Hier noch. Bogenschützen bereit. Rodi, geh mal als Damage-Dealer wieder mit ran. Yay, also das mit dem Eisen läuft ganz gut, muss ich sagen. Wisst ihr was, ich ja weiter so... Sag mal, wie... Na gut, da ist ihr gleich tot. Das Problem löst sich von selbst. Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch. Ja, bitte. Ihr könnt auf uns zählen. Wahrscheinlich würden für die Ratte sogar die 19 Lanzenträger reichen, aber ich gehe auf Nummer sicher. Die kommt viel zu vereinzelt wieder, aber es sollte schon werden. Ja, komm, der geht locker runter. Sehr schön. Ich habe sogar ein bisschen Waffen bekommen, kann das sein? So, bild mal ordentlich aus. Jetzt können wir uns sogar mal wieder ein paar Ambusschützen gönnen. Oh, es kommt sogar eine Holzlieferung. Hübsch. So, zack, zack. Armbrüste bitte rein. Gibt es keine Arbeit, Sire. Dann haben wir ein bisschen Holz da, aber ich hole mir noch ein kleines bisschen was. Ich würde jetzt gerne Eisen erweitern. Ihr könnt auf uns zählen. Und da sind wir schon wieder pleite. Ah, bei der Schlange schießt man ständig seinen Buddel. Deppen ab. Bin zur Stelle. Wohin gehen wir? Wir rücken allzeit bereit. Ja, komm, ich lasse die Armbrustschützen mal defensiv und nehme die nur andere jetzt offensiv mit, die frischen. Nennt euren Wunsch. Für die Defensive braucht man nicht so viele Lebenspunkte, für die Offensive schon. Ist euer. Ja, bitte. So halb geschwächte, ungern. Wohin gehen wir? Oh, hi. Ist aber nicht sonderlich clever. Andererseits ein bisschen, was kriegt ihr mir schon angeschossen? Aber ansonsten... Mein Herr, eine Nachricht der Schlange. Nun, wir sollten abrücken. Er macht gut Verluste auf jeden Fall. Bin zur Stelle. Ihr könnt auf uns zählen. Solange Saladin und Richard noch nicht angreifen, würden sogar nur Bogenschützen reichen, weil ich muss mich noch nicht mit Gepanzerten anlegen. Gut, beim Sultan war es so. Womit kann ich dienen? Zur Stelle. Vorwärts. Bin zur Stelle. Aber ansonsten ist alles paletti. Das Volk hat eine hohe Meinung von euch, my Lord. Okay, ui, Eisen. Nom. Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. In Bewegung. Nennt euren Wunsch. So, gucken wir ein kleines bisschen hier ran. Rücken aus. Dürfte eigentlich gehen, ohne beschossen zu werden. Die stehen schon ein bisschen auf, aber mehr tun sie nicht. Blub. Oh, 5 Schwertkämpfer und das Ding wäre gegessen, aber erstmal das Geld hernehmen für die. Andererseits, wir haben jetzt Eisen. Wir haben den konstanten Eisenzufuhr. Was wäre am effektivsten hier? Das Schwein benutzt... Wir werden überfallen. Armbrustschützen. Von daher wären Schwertkämpfer nicht ultimativ effektiv, aber es sind sogar Geschwächte. Also, es wäre nicht unbedingt verkehrt. Bereit. Nur so, als wir haben schon lange keine Pikiniere mehr eingesetzt. Ich hätte gerne mal wieder Pikiniere. Ist eigentlich egal, was ich einsetze. Ich will mir sowieso keine großen Einschränkungen machen in der Mission. Aber komm, ich glaube, Pikiniere tun sie auch sehr gut. Ja, bitte. Und weiter. Ihr könnt auf uns zählen. Wunderbar. Eine Nachricht der Schlange. Ich muss zugeben, die Lage ist, nun ja. So, haben wir die Rüstungsschmiede. Oh, der Marktplatz muss kann doch woanders hin. So. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Wir können den anderen Lanzenmacher jetzt umstellen. So. Schade, dass man normale Gebäude nicht reparieren kann. Mein Bogen ist euer.
Alter, mein Falter, Herr. Wie viele Eure stehen Befehle? Da vor? Ach, der hat alle hochgezogen plötzlich. Wohin gehen wir? Allzeit bereit. Gemein. Ja, das bräuchte man wirklich mal, langsam mal ein paar Pikiniere. Komm, verkaufen wir dir das Finanzen einfach. Wir steigen jetzt um. Ihr habt nicht genügend Güter. Womit kann ich dienen? Bin zur Stelle. Bin zur Stelle. In Bewegung. Alter. Euren Wunsch. Oh, ich will meine Bogenschützen. Lordi, schön, dass du noch da bist. Ja, der hätte jetzt einfach von ein paar Streitkugeln von weggenatzt werden können. Gut, dass das Schwein mit Fressen beschäftigt war. Höchstwahrscheinlich. Ich unterstelle es einfach mal. Wird auch so sein. Ich unterstelle nichts. Ich unterstreiche bloß Tatsachen. Das kann noch ein bisschen dauern, bis da was kommt an Piken. Wir benötigen Holz. Schwertkämpfe wären trotzdem nicht verkehrt. Ich könnte ja taktisch eine Kombination aus beiden einsetzen. Das ist ja auch nicht unschlecht. Ich würde ganz ehrlich diesen Abschnitt noch ein bisschen erweitern. Mal eins. Scheiß Kamele, ganz ehrlich. Achtung! Kriegen wir den nicht irgendwie weg? Feuer! Die sabotieren mir meine gesamte Produktion. Ernsthaft. Ja, bitte. Rücken aus. Bin zur Stelle. Ich klopfe dann bald die Peter an die Tür, aber ist mir egal. Das Volk ist sich euer nicht sicher, Sam. Nee, ich lasse die Nahrung weg. Ja. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Eure Befehle? Lasst die eine Nachricht von Richard Löwenherz. Lasst die Nachricht von Richard Löwenherz fliegen. Schützt eure Leisten. Schärft euren Stahl. Bald werdet ihr auf die Probe gestellt. Gut. Bin zur Stelle. Entschuldigung, die stehen im Weg. Wir werden sind mit den Tieren im Urwald. Das ist nichts Persönliches, die stehen einfach im Weg. So, alle weg. Das will ich gerne auch nochmal mit her. Sind auf dem Weg. Und vor allem die Armbrustschützen passend positionieren. Ihr seid der viertgrößte Herrscher. Na, danke. Wirklich herzlichen Dank, Witchy. Super lieb von dir. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Nee, oder? Achso, heute, Leute. Gut. Krieg ist ein gefährliches Spiel. Bin ich gewohnt mittlerweile. Wie ihr seht. Und ihr kommt damit hier hoch. Mit die gepanzerten. Das ist alles. Trotzdem vorsichtig sein.